So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid Up Mittwoch. Es ist wieder soweit, wir präsentieren euch wieder die Highlights der Woche und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute Abend natürlich auch wieder die Raid Mania, 18 bis 19 Uhr. Ich nehme eure Raid-Einladungen an. Nicht die Freundschaftseinladungen, die Raid-Einladungen. Wenn ihr unterwegs seid mit euren Freunden und raidet und Raid Mania Punkte verdienen möchtet, wollt, könnt, wie auch immer. Wir haben auch ein neues Maskottchen. iScorpions hat schon 3 Monate hintereinander die Raid Mania gewonnen. Mal gucken, ob es diesmal jemand anderes schafft. Den ganzen Mai ist ja jetzt wieder Zeit. Und heute Abend natürlich Mega Latias und Mega Latios, die es wirklich in sich haben. Da bin ich gespannt, ob wir überhaupt eine Lobby hinkriegen, überhaupt einen Kampf schaffen. Also bei unter 6 Leuten mache ich auf jeden Fall keinen Raid heute und die Level müssen auch passen, da müssen alle über 40 sein mindestens und ansonsten ist es trotzdem immer noch schwer genug, aber das sehen wir heute Abend. Jetzt nicht so viel Gelaber, jetzt die Highlights der Woche und Start. Angefangen hat die Woche bei mir mit diesem Shiny Demeteros, beziehungsweise fängt die Woche ja am Mittwoch immer an, denn abends in der Raid-Stunde letzte Woche habe ich mein erstes und einziges Shiny Demeteros in der Tiergeistform bekommen bei der Raid Mania durch die Einladung von Drogon und habe es dann auch so benannt. Jenna hier aus der Feldforschung einen Shiny Panzer Aeron bekommen, das habe ich auch noch nie wild gesehen, ein Tohaido, habt ihr schon mal ein wildes Tohaido gefunden? Das schwebt natürlich in der Luft, warum auch nicht, ist ja auch ein Fisch. Endlich 1000 erlöste Krypto-Pokémon, da könnt ihr mal drunter schreiben, wie viel ihr bei dieser Medaille schon habt. Joel hat einen Furnifras gefangen in Marseille, Provenz, Alps, Côte d'Azur, Frankreich. Die fliegt nämlich schon wieder mit der AIDA durch die Gegend wie das Tohaido, weil das ist auch ein Schiff. Dann mit Madiba Glücksfreund geworden, Bierschanger, Shiny Haspiro bekommen, yeah, Garten Shiny, ich hab's so gesuchtet und mir erhofft, also Gartenarbeit zahlt sich aus. Pupsi Arbeit und nebenbei dem Bub zuhören, fand ich auch richtig cool von den Farben her, dieses Bild, alles dunkel, aber der Bildschirm satt und scharf. Dann bin ich mit Molly Glücksfreund geworden. Maro hat ein bisschen getradet, hat ein Schlundo Ho-Oh bekommen, also Shiny Lucky 100 da. Aus Saragossa, Spanien. Ja, Glückwunsch, so ein Ho-Oh fehlt mir auch noch. Das wäre mir schon wieder viel zu bunt und viel zu übertrieben. Ein Shiny 100er, okay. Oder ein normales 100er, okay. Aber das, da ist schon wieder viel zu viel Grell und alles drin. Trotzdem coole Sache, hätte eigentlich sogar auch Schocker der Woche sein können. Aber ich habe da was anderes dann rausgesucht. Auch bei Maro hier noch ein 100er Demeteros mitgenommen mit Wetterboost aus New York. Dann bin ich mit Otacon Glücksfreund geworden. Der Horst of Death hat mir seine Ausbeute vom Kangama Raid Day geschickt. Hab den Raid-Tag zusammen mit meiner Frau gespielt. 4 Shinies plus ein 4 Sternchen auf 3 unterschiedlichen Accounts. Auf dem einen Account habe ich 2 Shinies in Folge bekommen. Also 4 Shinies, ein 100er. Das ist auch eine richtig gute Ausbeute, zwar auf 3 Accounts verteilt, aber trotzdem, andere sind bei 80 Raids ohne Shiny gewesen. Ja gut, nicht unbedingt am Raid Day, aber trotzdem auch so. Kurfürst bin ich auch Glücksfreund geworden. Weiß ich gerade wieder gar nicht, wo ich den erreiche, wie ich den anschreibe. Ich habe schon mit dem getauscht, wir haben nochmal getauscht, jetzt sind wir wieder lucky und ich weiß wieder nicht, wo ich den finde. Ich gehe mal auf WhatsApp, gebe Kurfürst ein, find nix. Ich gehe auf Facebook, gebe Kurfürst ein, find nix. Ich gehe auf Telegram, Kurfürst, find nix. Also Kurfürst, wenn du das siehst, bitte melde dich wegen dem Lucky Trade. Gleiches gilt für Specky, auf den warte ich nämlich immer noch. Sonst muss ich den als Glücksfreund einfach löschen und ihn damit dazu bringen, dass er sich vielleicht mal meldet. Jason vom Kiez, auch hier Glücksfreund geworden, Kunstdorin Glücksfreund geworden. Ich habe an dem Tag wirklich, glaube ich, 4 Glücksfreunde bekommen, wieder neu dazu. In letzter Zeit läuft es also doch wieder besser. Dann nochmal ein Bild von Joel, die uns zeigt, wie die hier mit ihrem Tohaido übers Meer gleitet. Und hat mir Bilder in-game geschickt, das ist kaum ein Unterschied, oder? Seht ihr das? So ist in echt. Im Spiel tun sie euch sowas vorgaukeln und dann habt das nochmal, wenn ihr da ein Bild macht von eurem Buddy oder irgendwas. Da hinten ist das Monster von Loch Ness, was da gerade im Wasser schwimmt, finde ich auch interessant. Ist auch aber eine schöne Aussicht, ne? Da hätte ich schon wieder Angst, dass ich ertrink, also schnell weg. Joel außerdem hier noch ein 100er Kangama mitgenommen, wohl auch am Raid Day von
Palma, Illes, Baleas, Spanien, Schilling, super Freunde geworden durch den Raid letztens. Gestern kam auch ein Video online bei mir mit dem Community Raid, da habe ich auch den Schilling eingeladen, der Schilling war auch mit dabei und die Lobby von unserem Video gestern hat es sogar ins gestrige Schilling Spieltrend Video geschafft. Das, was er dann zeigt am Ende, den Mega Raid, das ist derselbe Mega Raid, den man bei mir sieht in meinem Video. Am Ende sieht man auch Fan Raid Go AMK, Heiko dabei und alles. Viele Leute, die da bei dem Raid dabei waren, haben auch schon unter das Video drunter geschrieben bei ihm. Yo, war auch dabei und hin und her oder ich war in der Lobby. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr das noch nicht geguckt habt oder noch nicht gesehen habt. Dann bin ich mit Shania Glücksfreund geworden. Lennart hat sich hier ein Shiny Kangama gegönnt aus einem Fan-Raid. Wurde nämlich eingeladen aus Wellington Township. Nicht, was ihr denkt, dass der spooft. Nein, Einladung. Dann mit Taubsi bin ich auch Glücksfreund geworden. Muss ich auch demnächst tauschen. Dann hat mir Selal wieder seine 3 Millionen Bilder geschickt. Einmal Yorklef, was pupst. Dann mal Shiny Demeteros mit Wetterboost. Dann mal nochmal mit Wetterboost, einmal hier Berlin Nacht und Tag, alles dabei, Mozart Tag und Nacht, das neue Format. Der hat mir noch 5 andere Demeteros geschickt, die habe ich alle nicht mit reingenommen. Dann gab es schon wieder noch einen, Yorklef habe ich auch nicht mit reingenommen, Paragoni 100% Lucky, okay, nehmen wir mal mit. Schlurp hat ja auch damals einen Raid Day gehabt. Dürfte ich eigentlich auch gar nicht mehr nehmen. Haben wir jetzt hier drin. 100er Kangama mitgenommen. 100er Ladybar. Shiny Snubbull. Shiny Flurmel. 100er Staralili. Motivationstrainer. Du kannst alles erreichen, was du willst. Du hast den Tiger in dir. Der Tiger in mir. Der sieht aus wie Adi. Guckt euch das mal an. Wer den Adi kennt, wie der manchmal hier rumliegt. Das ist der Adi. So sieht er aus. Finde ich süß. Da möchte ich auch gleich einen Tiger haben. Wie meine Mutter mich sieht, wenn sie in mein Zimmer kommt, ne? Da liegt die Sau. Und drumherum sieht's aus wie sonst was. Das Bild haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt hier. Hat er jetzt wieder geschickt. Ich fand's immer noch cool. Hab ich auch meiner Mutter geschickt, das Bild. Und Selal, natürlich, wie soll's sein, auch Glücksfreund geworden. Dafür habe ich mir extra die Haare abrasiert, wie man sieht im Spiel. Plötzlich Ramses mit Glatze. Egal, ich bin der Stern. Die Katze auf dem Dach. Dann seht ihr unten schon so viele Shiny Kangama auch beim Selal, dass wir nur das erste und das letzte mit rein haben. 1470 war das höchste, was ich bei ihm geschickt bekommen habe. Wenn etwas zu weit über das Spaghetti-Eis hinausgedacht wird, ne, ihr kennt alle Spaghetti-Eis, wenn man es mal wörtlich nimmt. Und hier gibt es Jägerschnitzel, unsere kulinarischen Eisspezialitäten. Jägerschnitzel, gemischtes Eis, Eierlikör, Sahne, Pfirsiche, Kakao und Krokant. Sieht gut aus, oder? Also wenn das wirklich Eis ist, macht das. Sieht aus wie eine richtige Mahlzeit, ist aber einfach nur Eis. So. Sagst du auch manchmal in Gesprächen einfach ja, obwohl du gar nicht zugehört hast? Ja. Und warum? Warum was? Fand ich auch gut. Selal, der hat mir wieder, schickt immer so viel Zeug, ich kann nicht alles mit reinnehmen. Hier, Shiny Rettan dabei, Shiny Wingul, wohl aus der Spotlight-Stunde noch ein Shiny Wingul. Shiny Krypto Owei, 100er Wingul, alles dabei. Jenna. Nochmal Shiny Demeteros, Shiny Quapsel, Shiny Kangama, Shiny Liljep, Shiny Demeteros mit Wetterbrust, 100er Kangama auch aus Zaragoza, 100er Ordoch mitgenommen, Shiny Shadrago, Aua! Shiny Shadrago mitgenommen, dann hier Shiny Praktibalk schon ewig nicht mehr gesehen, lasst niemals euren Finger nachts um 3 auf dem Schrank liegen. Sonst habt ihr plötzlich ein Loch drin, so wie ich gerade. Ach, ich Schatz. Ja, da hast du dich erschrocken, ich mich auch. Gut. So, guckt euch die Nase an, guckt euch die Nase an. Habt ihr das schon mal gesehen? Noch hier ein Shiny mit Wetterboost, ein gebrütetes 100er Dratini, endlich. Shiny Latias, alles mitgenommen. Alexander Ahringer, endlich Shiny Demeteros für Raid am Mittwoch. Ja. Daniel Schilling gefunden, Alexander Ahringer, das schickt er uns ja auch jede Woche, aber jetzt passt auf, jetzt kommt Daniel Schilling gefunden und dann Daniel Schilling gefunden für Raider Mittwoch und was steht da in der Arena? Dani Shigi 73, ist ihm gar nicht aufgefallen, oder? Das ist gar nicht Daniel Schilling, der ist so in seinem Element, der hat natürlich plötzlich seine Pose gewechselt, seine Frisur, sein Geschlecht, sein komplettes Outfit. Wie kann man das denn verwechseln? Daniel Schilling, geil. Oh hier, Daniel Schilling, geil.
Dani Schiggy 73, Glückwunsch, du hast gewonnen. Endlich Shiny Flurmüll für Raider Mittwoch. Auch mitgenommen hier ein wildes komplett als Tendoxer 100% gefangen. Auch selten Stein, Tennistisch, Tennistisch, das ist ja ein Wort, ein Tennistisch. Sie sind sehr tennistisch unterwegs heute, Monsieur, im Schweizer Garten. Bei diesem Anblick erinnert man sich gleich mal wieder am Anfang zurück 2060, als man sich eins dieser Starter aussuchen musste und wir sind alle weggelaufen und haben Pikachu genommen. Ich hätte empfohlen, Glumanda zu nehmen, weil damals Glumanda das seltenste war von den dreien und ich Glurak als allerletztes dann bekommen habe, weil ich nie Bonbons hatte und Glumanda einfach halt so selten war. So, durch deine Raid-Einladung habe ich das vierte oder fünfte Mal mit ihm gekämpft. Einmal persönlich war 2019, sonst so drei bis viermal über Fernraid. Der ist so richtig auf Daniel Schilling drauf eingesessen. 480 Kilometer Entfernung. Boah, der Wiener Stadtpark ist aber groß, ne? Alexander Ahringer, endlich eine lange Suche, hat ein Ende endlich bekommen für endlich Raider Mittwoch. Endlich Alexander Ahringer, Shiny Latios, Markus, einfach so in der Wildnis aufgetaucht, natürlich gefangen, Shiny Glurak. Markus, bekommen durch Kangama Raid Day für Zuschauer, hat offensichtlich Glück gebracht, nach über 15 Raids das erste Kangama Shiny. Haben wir ja gestreamt wieder, war richtig cool. Das war so cool, wird lieber nochmal Kangama streamen als jetzt Latias und Latios, weil die halt, das ist halt sehr kompliziert mit denen, ne? Sarina hier auch, ich mag das neue Event, ein geflügeltes Shiny Glurak, ein geflügeltes Shiny Latias und Shiny Latios, alles hat Flügel, Aluhut hier auch, Shiny Lapras, geflügelte Eier mit Dreck dran, Obei, Krypto, Shiny und dann guckt ihr euch dieses Mutanten Glurak an mit vier Flügeln, das ist auch richtig brutal, gibt's jetzt neu, wer das noch nicht wusste, aber nur wenn man Aluhut heißt. So, dann zweiter Raid, Shiny Latios hier immer noch, dann kommt Noah, Shiny Rettan, Shiny Pfiffchen bei Dubby, hat mein Freund gefangen, vielleicht was für Raider Mittwoch und danke Dubby, dass du gestern auch immer mal eingeladen hast, für Latias Latios, dass ich das nebenbei immer mal noch so mitmachen konnte beim Stream. Auf dem zweiten Marco FedEx, auch Shiny Demeteros mit Wetterboost, beziehungsweise Dubby hat ja nicht nur eingeladen, bei Dubby in der Lobby habe ich am Ende einfach 225 Mega Energie bekommen, wo ich gar nicht wusste, dass das geht. Ich dachte 200 ist das Maximum, wenn du länger brauchst, kriegst du halt dann 175 oder irgendwas, aber 225 habe ich heute aber auch nochmal gehabt. Marco FedEx nochmal hier dann ein Costurzo Shiny, 100% wird gleich gemaxed. Marco FedEx hier mit dem Mega Kangama, 100% Shiny Kangama, keine 100%, mag niemals mit einem Krypto 100% Trassler. Habt ihr schon ein 100er Krypto? Schreibt's mal in die Kommentare. Luigi Sarada, gerade aus dem 10 Kilometer ein, noch ein 100er Wuffels mitgenommen. Durch eine Einladung von guten Freunden auch Shiny Kangama mitgenommen. Robert, ein 100er, hier 100% Kommandutan, 100% Demeteros, 100% Shiny Costurso. Und das Demeteros war sogar auch aus einem Stream von uns durch eine Einladung. Sören aus der Quest, Shiny Ratte, ach, Alola Ratte, Alola Radfratz, 100%, Lost Lift nach 50 Raids, ich wollte eigentlich nur die täglichen Raids machen, aber ich brauchte das für einen Lucky Trade, ne, Shiny, Wetterboost, Demeteros noch mitgenommen, Libera Forêt, da dir die zwei Bisa Floor so gefallen haben, hier ein kleines Kampftreffen, dreimal Hariyama, ein Makuhita, Lampi, zweimal Rettan, alles auf einem Haufen. Sieht auf jeden Fall auch fett aus, oder? Möchtet ihr... Oh, da ist so ein Honatu versteckt. Und noch... Sehe ich jetzt erst. Und noch ein Makuhita. Habe ich aber trotzdem nicht als Joker der Woche genommen, weil das klappt nur einmal. Sowas. Hatte ich auch noch nicht, ne? Ach nee, hatte ich noch nicht. Hatte ich auch noch nicht, dass aus dem Raid Pokémon rauskommt. Naja, das ist hier ein Shiny Demeteros. Hat er noch nicht gehabt. Lukas. Plus Ladybar. Cooles Bild, sieht aus, als hätte er da so Knoblauchzähne, ne? Benjamin Engel, Shiny Demeteros, 98er Demeteros, gemaxed, lucky auf 50, um danach direkt das 100er zu kriegen und jetzt keine Bonbons mehr zu haben, das war genial.
Dann Wildes Dragoran mit 3115, auch beim Benjamin Engel, plus ein Shiny Panzer Aeron. Annika auch hier mit einem Shiny Kangama. Heiko hat in den letzten 7 Tagen 2 Shiny Wuffels gebrütet. Was auch sehr interessant ist. Plus dann hier generell Shinies. Alle von der Woche, das sind dann jetzt aber glaube ich 2 verschiedene Accounts, weil hier steht dasselbe nochmal. Also ein Account wohl lauter Kangamas und Demeteros und unten die Wuffels. Das sind jetzt erstmal die Highlights und auf dem anderen. Hier ist noch Capoeira dabei und auch ein 100% Shiny Costuso. Heiko hat seine Lobby abgescreent, als er mit Schilling auch in der Lobby war. Das, was eben dann beim Schilling auch im Video angekommen ist. Er hat aber jetzt nur hinten den Endbildschirm und den Kampf direkt. Elke hier auch noch mit einem Shiny Yorkleff plus einem Shiny Schuppet. Geitsch mit einem 100er Mediti plus hier Shiny Driftlon. Jewel Shiny Pikachu mit Ballons. Gibt es ja bei uns jetzt wieder das, was es als allererstes als Ballon Pikachu gab. Während ihr trotzdem in Japan oder Okinawa andere Ballonfarben habt und es dort auch ein Ticket-Event gibt, jetzt am Wochenende. Wotten hat zugeschlagen, nochmal Shiny Krypto Owai bei Bierschanga, Brainy Stendal, der Kleine darf auch mal Shiny Wuffels, Shiny Baumball noch mitgenommen und dann Kalito zum Abschluss, was ja leider Instagram ist und ich mag Instagram halt nicht zum Bilder schicken, denn ihr seht, entweder hat man den Text und den Namen und weiß, wer derjenige ist, man sieht aber so gut wie gar nichts von den Bildern, weil halt nicht alles angezeigt wird, oder man macht halt, man screent das Bild ab und man sieht nicht, von wem das Bild ist oder was derjenige dazu geschrieben hat. Das ist halt kacke, ne? Danke für den Stream mit Kangama, hab ordentlich mega Energie gesammelt und bin aktuell bei über 1500. Jetzt habe ich sogar noch ein 100% bekommen. Vielleicht ist das wieder was für Raid am Mittwoch. Da ist also ein 100er versteckt. Die Energie ist auch zusammen. Dankeschön für den Stream, für Zuschauer mit den neuen Mega-Pokémon. Es war leider schwer, oft dran zu kommen, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Habe nebenbei Einladungen bekommen und im zweiten Mega-Latias-Raid habe ich das 100% bekommen. Und im ersten Mega Latios das Shiny, also hier Latias 100er bekommen, Latios Shiny. Donnerstag ist ja dann andersrum, dann machen wir ja Latios. Hier noch Latias auch als Shiny, direkt hinterher das Shiny Latias in insgesamt 4 Raids. Hat er also 2 Shiny und ein 100er bekommen, plus ein normales. Also was will man mehr? Jetzt hat er halt theoretisch alles. Er hat jetzt blau, er hat gelb, er hat grün, er hat rot. Reicht. Das war jetzt aber, das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Thomas. Aber es gibt so viele Thomassen, deswegen ist vom Thomas Speck, ne? Was habt ihr denn gedacht? Thomas Speck mit einem Shundo Demeteros. Und jetzt werdet ihr sagen, das ist aber jetzt unspektakulär, da gab es schon bessere, aber mir hat dieses Bild einfach am besten gefallen von dieser Woche. Ja, ein Shiny Lucky 100er Pokémon wäre jetzt eigentlich krasser, aber auf der anderen Seite kriegt man ja wohl eher einen Shiny Lucky 100er durch einen Tausch als einen Shiny 100er aus dem Raid. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall Demeteros das coolere Pokémon im Gegensatz zu Ho-Oh. Ich finde diese Farbe hier ganz cool. Ich finde es cool, dass da auch nicht dieser Hintergrund ist, dieser Lucky-Hintergrund. Und das als 100er aus dem Raid zu bekommen, freuen sich die meisten, es als Shiny zu bekommen. Freuen sich aber als Shiny 100er zu bekommen aus dem Raid. Gerade so ein starkes, tolles Pokémon, was da nochmal ein bisschen eher leuchtet und nicht so eine komische Kackfarbe hat. Finde ich, ist mein persönliches Highlight aus Waldkirch, Baden-Württemberg. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und boah, bis heute Abend zu Raidmania, Punkt 18 Uhr. Ciao.